Und damit grüße und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Chronicles China. Und bevor ich hier lange rumrede, alle Einstellungen habe ich schon getroffen. Deswegen werden wir uns ganz schnell ins Spiel begeben. Und nichts wie los. Mal gucken, was uns hier erwartet. Achso, ich werde mal den Schwierigkeitsgrad auf normal belassen. Achso, es geht auch nichts anderes. Alles klar. So, China, 1526, 2 Jahre ist es her, seit Zhang Yong, Anführer der Tiger, einer korrupten Gruppe von, Eunuchen, die chinesische Bruderschaft der Assassinen ausgelöscht hat. Diese Tiger sind Templer und lenken im Geheimen die Geschicke des Landes. Der Kaiser ist nicht mehr als einer ihrer Marionetten. Chao Jun, oder Chao Yun, eine der wenigen Überlebenden, ist auf Befehl des neuen Anführers der Assassinen, Wang Yangming, zurückgekehrt. Gemeinsam planen sie, Jagd auf die Tiger zu machen und China aus dem Griff der Templer zu befreien. Die Mai Yishan Grotten, die alte Festung der Assassinen, sind ihr erstes Ziel. Die Templer haben es in ein Gefängnis umgewandelt. Geleitet wird es von Gao Feng. Um in die Nähe ihres Ziels zu gelangen, muss Chao Yun sich gefangen nehmen lassen. Bei sich trägt sie ein Artefakt der Vorläufer, die sie einst von Ezio Auditore bekommen hatte und das die Templer nur zu gerne in die Finger bekommen würden. So kann sie sicher sein, dass man sie festnehmen wird. Richtig, wir spielen Chao Yun. Und was noch passiert, sehen wir jetzt. The box is empty, or should I say, incomplete. Where is the rest of it? We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. I will ask you again, assassin. What is this box? Where did it come from, and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Ma Yongcheng will make you talk. Let him try. No wonder your kind fell so far. My kind isn't done yet. Ich will ja nichts sagen, aber die Untertitel, die sind hier riesig. Und warum bekommen die es in GTA 5 verdammt noch mal nicht hin, die Untertitel so groß zu machen, dass auch ich sie lesen kann? Okay, also, wir werden gleich sehen. Das Spiel ist kein typisches Assassin's Creed. Manche sagen, also der Emkes zum Beispiel, es ist eher so eine Art DLC und es ist in Steam komischerweise auch mit DLC ausgeschrieben. Und komischerweise muss ich in Steam oder ich muss Steam und Uplay gleichzeitig aktiv haben, um dieses verdammte Spiel spielen zu können. Was soll das? Okay, also was haben wir denn hier? Die Flucht, 1526 Mai Yishan Grotten. Nachdem sie sich hat gefangen nehmen lassen, um näher an Gao Feng, einen von Zhang Yongs Tigern, heranzukommen, muss Chao Yun nun aus ihrem Käfig entkommen und ihre Ausrüstung finden. Sobald sie wieder im Besitz ihrer Waffen und Geräte ist, beginnt die Jagd auf Gao Feng. Upgrades, verbesserte Gesundheit, 550. Okay, den Assassinen Informationen Hong Liwei retten. Belohnung 100. Irgendwas, okay. Gut. Ach so, das ist sozusagen, das ist alles Erfahrung. Ja, wie gesagt, die Untertitel sind alle auf Deutsch, aber die Sprache an sich ist Englisch. So, ich spiele hier mit dem Gamepad. Oh, das ist cool. Was haben wir denn hier? Aus den Gefängniszellen entkommen, den Assassinen, okay. Erstmal gucken, was das für eine Steuerung ist. Halten zum Sprinten, RT gedrückt. Mache ich. Ist es RT? Ja, ist es. Okay, jetzt laufen wir, jetzt sprinten wir. Die Sprungphysik ist noch etwas strange, aber dieser Grafikstil, der ist schon ganz cool gemacht. Das ist, wie soll man das beschreiben? Ach so, warum ist es ein 2,5D-Scroller?
Das ist relativ einfach gesagt. Also ich meine, man hat seine vorgegebenen Pfade, aber es ist nicht nur Side-Scrolling-Action, man wird nämlich auch sehen, dass wir mal in den Raum hineingehen. Das wird aber später noch kommen. Was muss ich denn hier machen? Um die... Ah, jetzt muss ich nach oben drücken. Aha, dann kann ich hier wieder runterspringen. Schön. Ja, die Frau, die ist mir gleich sympathisch, sieht gut aus. Also mit A könnten wir auch loslassen. Schön, dass einem das erklärt wird. Halte A gedrückt, um LT gedrückt, um in die Hocke zu gehen. Yay. Wenn eine Frau vor mir steht, drücke ich auch mal LT. Oder halt das mal gedrückt. Mal gucken, ob das auch klappt. Na gut, wie dem auch sei. So, jetzt. Drücke A, um rüber zu springen. Wachen verfügen. Huh? Okay, lass mich raten. Ich muss jetzt sozusagen drüber schleichen. Genau, wenn ich jetzt nämlich hier rüber renne, dann schöpfen die wahrscheinlich Verdacht oder sowas. Oh, jetzt kommt die chinesische Musik. Oh, das ist cool. Das ist sehr cool. So, dann habe ich die jetzt erstmal sozusagen ausgetrickst. Ich drehe mal an meinem Headset die Musik etwas leiser und dann kann es hier auch schon weitergehen. So, und mit B können wir uns hier fallen lassen. Sehr schön. Und hier können wir erstmal am Rad drehen. Yay. Mache ich doch so oder so. Okay. Halte L nach oben, um die Winden zu drehen. Ah, coole Sache. Gute Sache vor allem. Wollte ich mir nur merken. Ja, und jetzt seht ihr es. Jetzt können wir hier nämlich in den Raum hineingehen. Bewege L nach oben, also den linken Stick, um die nächste Ebene zu betreten. Was? Datenbank öffnen. Die Flucht. Ah, das ist eine Karte. Das ist eine Karte. Alles klar. Da haben wir hier noch eine Legende. Also hier waren wir schon überall. Das ist ja cool. Ein irgendwie gerade nicht brauchbarer Zoom, aber ist ja egal. Aber jetzt müssen wir nur gucken, wo sind wir? Wir sind wahrscheinlich hier. Ja, der Hund, der kommt uns eigentlich sehr ungelegen. Deswegen... So, warte mal. Aus den Gefängnissen entkommen. Den Assassinen-Informanten. Ich will ja jetzt nur mal ganz kurz gucken. Ne, zurück zum Spiel. Hier war die Karte. Also, wenn wir das hier sind. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Also, der Spieler, Hauptziel, Nebenziele. Und jetzt müssen wir nochmal... Dann haben wir das Hauptziel. Und irgendwo muss ja dann noch dementsprechend ein Nebenziel sein. Ja, der Zoom-In, der bringt aber irgendwie gerade gar nichts, ne? Das sieht hier nach viel Arbeit aus, das kann man so schon mal sagen. Und ich will erst mal wissen, wo das Nebenziel sich befindet. Ich hätte doch nur gerne gewusst, Nebenziel, hallo. Ja, das ist Hauptziel, aber das will ich ja nicht. Ich will ja noch das Nebenziel schaffen, aber das wird mir hier wahrscheinlich nicht angezeigt, verdammt. So. Nee, anscheinend nicht. Gut, muss ich jetzt selber gucken, wo ich den finde. Ja, diesen Hund hier, das ist halt das Problem. Können wir den irgendwie ausschalten? Nee, können wir natürlich nicht. Schade, schade, schade eigentlich. Na gut, müssen wir erstmal hier weiter. Wir müssen erstmal A drücken, um zu springen. Wer ist das da drüben? Anscheinend noch niemand. Noch niemand, der uns interessieren könnte. Kann man hier eigentlich... Kann man hier eigentlich runterklettern? Das will ich gerne mal wissen. Ich will mich ja nur mal ordentlich umgucken hier, ne? Nicht, dass es heißt, ich gucke mich hier nicht ordentlich um. Okay, das ist halt... Ja, gut, das ist Tutorial. Ansonsten wären hier wahrscheinlich Stacheln, Feuer, wie dem auch sei, irgendwelch anderes gelöt. Aber das finden wir hier schon mal nicht. Ah, das ist cool. Also ich sprinte und drücke dann... Also ich drücke hier LT... RT zum Sprinten und dann LT, um zu sliden. Halte für einen weiteren Sprung A gedrückt. Aha. Das ist interessant. Und wahrscheinlich kombiniert... Damit kommen wir noch ein Stück weiter. Okay. Ne, darüber kommen wir aber nicht. Aber das interessiert uns auch nicht, da wir die Wachen ja am besten umgehen wollen. Deswegen einfach mal weiter. So, jetzt müssen wir aber immer noch den Informanten finden, ne? Sehe ich das richtig? Natürlich sehe ich das richtig. Okay, also die Steuerung, die ist schon mal sehr eingängig. Und ich werde nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Da sind wir. Legende. Was haben wir denn da oben? Animus-Scherben. Emkes, ich brauche deine Hilfe für Dings da. Animus-Scherben. Ja, was bringen die mir? Was ist da unten? Habe ich auch schon wieder welche übersehen, oder?
Warte mal, ich bin da. Ich kann ja nochmal zurück, oder? Warte mal, ich will mir das nochmal angucken. Hier stand irgendwo was von Animus-Scherben. Dann vermute ich mal, dass es hier runter geht. Ja, einmal hier ran. Ja, sehr schön. Na, seht ihr? Da haben wir doch schon mal einer. Wofür auch immer die gut sind, ich weiß es nicht. Ich bin kein Assassin's Creed erfahrener Mensch. Ich habe nur mal irgendwann den ersten Teil gespielt, aber wann kam der raus? Richtig, Anno 27? 8? Keine Ahnung. Das ist schon Ewigkeiten her, deswegen verzeiht mir, wenn ich da jetzt nicht so gut Bescheid weiß. Ich will nur gerne mal gucken, oder was sagt denn die Karte, wenn ich mal die Karte richtig benutzen könnte. Das ist wahrscheinlich nur ein Rückweg, aber wir möchten hier mal runter gucken, ne? Also hier entlang. Dann klettern wir mal hier hinauf. Vielleicht ist das sogar richtig. Drücke A, um an die gegenüberliegende Wand zu springen. Okay. Intuitiv den richtigen Weg eingeschlagen. Das ist doch mal sehr formidabel hier. Ja, wie gesagt, hauptsächlich spielt sich das, sag ich mal, per Sidescrolling ab, aber dadurch, dass man, wie gesagt, in den Raum hinein kann, ist es halt ein 2,5D-Abenteuer. Oder Plattformer, wie auch immer. Da sehe ich was. Ich will jetzt noch nicht nach rechts, denn erstmal hier entlang. Hier gab es irgendwo noch einen nächsten Splitter, richtig? Yay, nächsten Animus-Splitter, sehr schön. Alles klar, dann können wir hier jetzt aber wieder zurück. Oder sehe ich da was falsch? Nee, das sieht alles ganz gut aus. Jetzt versuchen wir mal einen YOLO-Jump. Yay! Okay, hat geklappt. Gut, dann... Oh. Kann man den eigentlich... Achso. Ah! Gut, an den sollte ich mich jetzt wahrscheinlich vorbeischleichen, auch wenn es mir nicht explizit gesagt wurde, aber man kann sich ja auch ein bisschen selber herleiten, ne? Okay. Was haben wir denn hier? Die Art und Weise, wie du einen Levelabschnitt meisterst, wird bewertet und in Abhängigkeit von deinem Spiel belohnt. Wenn du nicht von Wachen entdeckt wirst, erhältst du mehr Punkte, als wenn du dir einen Weg und so weiter... Töte niemanden und lass dich nicht sehen und... Schattengold zu erhalten, okay? Interessant. Interessant. Sehr gut. So, jetzt müssen wir aber immer noch diesen Informanten finden. Sehe ich das richtig? Ja, Hauptziel, Nebenziel. Wie gesagt, das Nebenziel war ja hier nirgendwo eingeblendet. Ist ja hier auch nirgendwo zu finden. Wir gucken einfach mal weiter, ne? Da sind wir. Okay, da hinten ist ein Hauptziel. Und wahrscheinlich das Nebenziel. Der muss sich ja irgendwo befinden, ne? Ach, da oben. Okay, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn schon mal gefunden. Bloß nicht entdecken lassen hier. Warte mal. Bleibe nicht zu lange in der unmittelbaren Nähe von Wachen. Ja, ist klar. Über den Köpfen von Gegnern erscheint ein Auge, wenn sie im Begriff sind, sich umzugucken. Ja, bewege nach links oder nach rechts halt. Ja, ich muss aufpassen. So, der geht gerade weg. Ah, das ist cool. Ich meine, hier kommt das Schleichen gerade sehr gut zur Geltung, muss ich sagen. Schattengold schon wieder. Ja gut, das werde ich nicht immer schaffen, vor allem später dann nicht, ne, das ist klar. Aber im Tutorial sollte man das schon schaffen und wenn man die Möglichkeit hat, dann muss man mal gucken. Jede Wache verfügt über eine Wachsamkeitsanzeige. Halte dich von ihnen fern, um sie nicht zu alarmieren. Gut, probieren wir aus, ne? Ob wir das aber immer so hinkriegen, ist so die Sache.